Der 9. Mai ist der wichtigste Feiertag in Russland. Es ist der Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Heute wird er zum 78. Mal begangen. In diesem Jahr aber erneut unter dem Makel des russischen Angriffs auf die Ukraine. So wird die traditionelle Parade auf dem Roten Platz in Moskau mehr zu einer aktuellen Propagandashow des Kreml. Offen war ja bis zum Schluss, ob Präsident Putin überhaupt erscheinen wird. Nach einer deutlichen Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen steht nun fest, Putin tritt auf und er wird eine Rede halten. Alles ist mehrfach geprobt, alles ist geschmückt. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht wie üblich die Militärparade auf dem Moskauer Roten Platz. Es ist das zweite Mal, dass sich Russland an einem 9. Mai, am Tag des Sieges von 1945, wieder im Krieg befindet. Schon vor einem Jahr war der Angriff auf die Ukraine in vollem Gange. Staatspräsident Wladimir Putin wird die Gelegenheit zu einer Rede nutzen. Damit kann er sein Volk neu auf den Kampf in der Ukraine einschwören. Schließlich sieht die russische Führung auch dort Nazis an der Macht. Wer hier bei den Proben zusieht, muss davon aber gar nicht mehr überzeugt werden. Ich glaube, wir brauchen das, damit die Leute wissen, was unsere Urgroßväter, Großväter und Großmütter durchgemacht haben. Die Leute müssen sich daran erinnern, denn viele fangen an zu vergessen, was der 9. Mai bedeutet. Das ist für mich Tradition seit meiner Geburt, jedes Jahr. Ich kann mir kein Jahr ohne diese Tradition vorstellen. Das muss auch weitergehen, damit die Leute sich erinnern und nichts vergessen. Es ist unsere Geschichte. In rund 20 Städten wurden die Militärparaden aber abgesagt. Die Begründung? Sicherheitsbedenken. Nach einem Drohnenabschuss am Moskauer Kreml letzte Woche. Hintergründe dieses Vorfalls sind unbekannt. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Auch Präsidentensprecher Dmitri Peskow spielt darauf an, wenn er darauf verweist, dass man es hier mit einem Staat zu tun habe, der de facto den Terrorismus fördere. Da sei es besser, vorsichtig zu sein. Ein Tag heute in Russland im Gedenken an einen Sieg und in der Hoffnung auf einen neuen Sieg.